Sind du und ich moderne Sklaventreiberinnen oder Sklaventreiber? Unmöglich, würdet ihr sagen. Eine Website im Netz ist da aber einer ganz anderen Meinung. Nicht erst seit der Fußball-WM in Katar ist klar, Millionen Menschen arbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass weltweit über 40 Millionen Personen als Sklaven leben oder arbeiten. Das ist in etwa die Einwohnerzahl von ganz Spanien. Die meisten von ihnen leben in Ländern wie Indien, China, Pakistan oder Zentralafrika. Aber was haben du und ich jetzt damit zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir erst einmal sehen, was Sklaverei eigentlich bedeutet. Ein Sklave besitzt keine persönliche Freiheit. Er darf seinen Bedürfnissen nicht folgen und hat seine Rechte als Mensch verloren. Er oder sie wird zu einer Art Objekt der Ausbeutung, also einer Ware, und wird mit Gewalt zu seiner Arbeit gezwungen. Sklaverei und Ausbeutung gibt es so schon seit über Tausenden von Jahren. Ein Verbot gibt es eigentlich nur auf dem Papier. Beispiele dafür finden wir eigentlich rund um den Globus. Kindersoldaten in Afrika, Arbeitssklaven in Fabriken in Fernost oder Zwangsprostituierte in Osteuropa. Sie alle arbeiten unter schlimmsten Bedingungen. Und da kommen auch wir ins Spiel. Denn moderne Sklaven arbeiten für unseren Lebensstandard. Wie viele das in deinem Fall sind, zeigt dir dein Sklaverei-Fußabdruck. Den kennt ihr vielleicht vom CO2-Fußabdruck, nur der zeigt euch hier, wie viele Sklaven für euren Lebensstil arbeiten müssen. Wie du das machst? Ganz einfach. Du gehst auf slaveryfootprint.org und klickst dich durch einen Fragenkatalog von 11 Fragen. Das dauert 5 Minuten und behandelt Fragen um dich, dein Leben und deine Gewohnheiten. Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wohnst du in einer WG oder in einem Haus? Was steht bei dir auf dem Speiseplan? Und was hängt bei dir im Kleiderschrank oder in deinem Schmuckkästchen? Der Online-Rechner von Slavery Footprint zeigt dir dann kurz darauf dein Ergebnis. Und das kann ganz schön krass ausfallen. 38 Sklaven arbeiten durchschnittlich für jeden von uns. Woher sie kommen, wird uns Schritt für Schritt erklärt. Besonders Unterhaltungstechnik wird hier abgestraft. Dein Fernseher, dein Laptop und natürlich dein Smartphone sind voller seltener Metalle wie Gold, Platin oder Coltan. Sie werden in den meisten Fällen in Asien oder Afrika in Minen von Arbeitssklaven abgebaut. Und auch meine Kleidung, meist billig produziert in Asien, verschlechtert natürlich mein Ergebnis. Natürlich ist das Ergebnis auch ein wenig willkürlich. Der Online-Test fragt mich zum Beispiel nicht, ob ich meine Kleidung aus fairem Handel gekauft habe. Oder woher das Obst, das ich esse, eigentlich kommt. Das Ergebnis verschafft aber trotzdem ein mulmiges Gefühl und öffnet die Augen, was unser Konsum eigentlich für Folgen hat. Außerdem möchte uns die Seite am Ende auch erklären, wie wir alle zusammen auf die Zahl von 0 Sklaven kommen können. Wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr den Test einmal ausprobieren oder haltet ihr ihn eher für Blödsinn? Schreibt's uns in die Kommentare.